Einen schönen guten, meine Hexen, Zauberer und Magier. Ja, Harry Potter, die Magie erwacht. Wir werden heute mal gucken, was wir für Aufgaben erledigen. Die Tagesaufgaben, die Saisonaufgaben, die Wochenaufgaben und ja, die Events, die laufen. Gucken wir mal so einen groben Überblick, wie man da hinkommt und was man machen sollte. Ja, was man machen sollte, eigentlich sollte man alles machen, weil bei jedem gibt es schöne Geschenke. So, dann werden wir mal Hogwarts beitreten. Dauert immer so ein bisschen, bis das hier geklickt ist. Manchmal muss man auch zwei, dreimal. Das ist noch so ein bisschen Anfangsschwierigkeiten. So, jetzt sind wir drinnen. Wird geladen. Und wir sind im Schlafraum. So, da sind wir. So, und zwar, wir haben hier einmal rechts steht Saison. Ja, werden wir mal draufklicken. Da stehen die ganzen Events, die laufen. Da könnte man dann überall draufklicken und los geht es. Das dazu, dann haben wir hier rechts, links die anderen Events, Tagesaufträge. Tagesaufträge sind eigentlich immer relativ einfach, halten ein bisschen auf. Nur man ist schon nur so ein, ja, 20 Minuten ist man schon mit, auf jeden Fall mit beschäftigt. Aber man kriegt immer geile Geschenke. Also lohnt sich auf jeden Fall die Tagesaufträge zu machen. Und dann sind da natürlich Saisonaufträge und natürlich hier die Tutorial-Aufträge, die sollte man nach und nach sowieso mal durchspielen. Irgendwann ist Schluss, weil levelmäßig passt es da nicht mehr. Und ja, aber es geht dann weiter, wenn man hochgeht, den Level. So, dann haben wir natürlich auch Unterricht. Den sollte man auf jeden Fall besuchen. Habe ich hier, glaube ich, auch. Hier nehmen an insgesamt 5 Tagen am Unterricht teil. 2 von 5 habe ich schon. Und der Unterricht ist natürlich aufgeteilt. Es gibt Unterrichtsstunden, die sind nur am Wochenende, Freitag, Samstag, Sonntag. Und in der Woche kann man da halt nicht teilnehmen. Das ist schon geschickt gemacht, beziehungsweise gibt es Unterrichtsstunden, die sind in der Woche und am Wochenende nicht. Hinkommen zu diesen Unterrichtsstunden werdet ihr... wo ist es denn? Hagrids Hütte, Hogwarts, heutiger... Genau, heutiger, und da steht ihr den Unterrichtsplan. Heutiger Unterricht ist Muggelkunde und Verteidigung der dunklen Künste. Hier kann man die Klassenbelohnung schon sehen. Ich habe am einen Unterricht schon teilgenommen heute. Dann hat man hier im Duellierclub zurzeit keine offenen Teams. Okay. Hier sind die Eventbelohnung habe ich noch nicht abgeholt. Guck mal an, habe ich übersehen. Werden wir natürlich abholen, bevor die verfallen. Jawohl. So, das dazu. So kommt ihr zu den. Also wie gesagt, hier oben drauf klicken, dann auf heutiger und dann habt ihr hier, könnt ihr am Unterricht teilnehmen. Dann habt ihr, genau da war es gewesen, heutiger Unterricht, und zwar ist hier so ein kleiner Notizblock, alles so ein bisschen versteckt, muss man wirklich rausfinden. Ich finde auch diese ganz kleinen Details, finde ich hier auch so ein bisschen so. Und ja, hier haben wir natürlich Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag schon mal die Plan. Nee, am Wochenende, sorry, habe ich mich vertan, am Wochenende ist frei, aber es gibt hier natürlich einige Unterrichtswahrsagen, war ich heute schon da gewesen, und Muggelkunde auch. Verteidigung der dunklen Künste, da war ich noch nicht da gewesen. Und ja. Das war erstmal der Unterricht, genau, das soll es also gewesen sein. Ich habe ja gesagt, ich mache immer so kleine Dinger zwischendurch, damit man sich so ein bisschen was merkt und damit ihr mal nachgucken könnt. Und damit man überhaupt ein bisschen durchsteigt, weil es ist so kompliziert. Nein, nein, nicht kompliziert. Umfangreich, umfangreich ist es. Aber ich finde es richtig geil. Ich finde es richtig geil. Ich habe richtig Gefallen dran gemacht. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Viel Glück da draußen. Schönes Leben, wie immer. Euer Onkel Jens.